In dem Video zeige ich euch, wie ihr dieses nette Outfit bekommt. Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute zeige ich euch, wie ihr dieses Outfit bekommen habt, was ihr vorm Intro gesehen habt. Das Ganze ist ein nettes Glitch-Outfit. Wurde mir so zugeschickt und das machen wir jetzt eben schnell nach. Ich habe mich entschieden, das Ganze in einem Schwarz zu halten und das Ganze machen wir auch. Wir kaufen die schwarze Kapuzenjacke, deswegen müsst ihr dafür sorgen, dass ihr eine habt. Als weiteres habe ich mir einfach irgendwelche schwarzen Schuhe genommen, bin zum Maskenladen gegangen, um dafür zu sorgen, dass wir die richtige Sturmhaube haben. In meinem Fall habe ich hier schon die schwarze, ich werde euch aber eben nochmal kurz zeigen, wo es die gibt. Dann müsst ihr hier beim Interaktionsmenü schauen, dass die Kapuze auf hoch ist, weil runter wird das Ganze nicht funktionieren. Zeige ich euch aber später nochmal. Hier ist die Sturmhaube, es geht theoretisch mit jeder anderen Sturmhaube. Nehmt ihr das Tron-Outfit, dann ist die Sturmhaube egal. Möchtet ihr einen anderen Helm benutzen oder irgendwas anderes, werdet ihr die Sturmhaube behalten. Im Apartment müsst ihr dann angekommen in eurem Kleiderladen hier gehen und dann zieht ihr euch halt um, also in euren persönlichen Kleiderschrank und dann ziehen wir jetzt halt das an. Zieht die Hose an, die ihr dafür haben wollt, die Schuhe und dann geht ihr hier wie gesagt hin auf Oberteile und dann zieht ihr euren Kapuzenpullover an, den ihr haben möchtet, ganz egal welche Farbe ihr dafür nehmt, ob rot, ob blau, ob grün, falls grün vorhanden oder schwarz oder weiß. Ich habe jetzt hier den schwarzen genommen, deswegen ist er auch schwarz. Dann als zweites zieht ihr diese Haube hier an, die Sturmhaube, eure Wahl, in meinem Fall ebenfalls schwarz. Habt ihr die angezogen, dann könnt ihr das Menü wieder verlassen, dann wird das Ganze abgespeichert. Aber da hier auf der PlayStation 5 zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das auf der PlayStation 4 anders ist, würde mir nice, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet, hier muss ich über Interaktionsmenü die Haube erst hoch machen und dann kann ich das Outfit abspeichern. Solltet ihr das aber auch schon vorher können, ohne dies machen zu können, dann braucht ihr diesen Schritt nicht zu tun. Dann speichert es einfach direkt ab. Normalerweise kann es auch sein, dass es sich direkt nach dem Anziehen der Sturmhaube direkt aufrichtet. Aber falls das nicht der Fall ist, dann müsst ihr das so machen, wie ich das hier gemacht habe. Dann geht ihr hin auf einmal zurück auf Outfits, dann auf Deadline. Ja, ich habe hier noch ein bisschen Deadline gesucht. Ich habe halt nochmal geguckt, ob ich noch was anderes finde, was vielleicht gehen könnte. Aber wir machen das erstmal mit dem Deadline-Outfit. Hier könnt ihr die Farbe wählen, welche ihr wollt. Das ist ganz egal. Sucht euch aus, was ihr wollt. Ich habe mir jetzt hier für irgendeine entschieden. Ich glaube, ich habe das Violett oder das Blaue genommen. Auf jeden Fall wählt aus, welches ihr haben wollt. Dann verlasst ihr euer Apartment ganz normal, als wäre nichts gewesen, einfach das Apartment verlassen. Wenn ihr dann halt, wie gesagt, draußen angekommen seid, dann klaut euch irgendein x-beliebiges Fahrzeug, so ein Straßenauto, ist ganz egal, ob ein Sorento oder whatever. Klaut euch irgendeins, dann fahrt in irgendeine Gasse, um damit ihr ein bisschen Ruhe habt. Dann da angekommen, steigt ihr einfach aus dem Auto raus. Und sobald ihr ausgestiegen seid oder aufsteigt, ins Interaktionsmenü, auf Stil, auf Outfits, dann wählt ihr das Outfit aus, welches ihr eben gespeichert habt. In meinem Fall heißt das Qualität, dann steigt ihr ein, müsst ihr auf Fallschirm sein, dann wieder zurück auf Outfit und sobald ihr drin sitzt, also kurz bevor ihr drin sitzt, müsst ihr das Outfit wieder auswählen und zack, seht ihr, so ist es. Ihr seht es da, so ist es. Und das könnt ihr jetzt halt, wie gesagt, abspeichern. Lobbyübergreifend ist es nicht, also ihr müsst es halt, wie gesagt, erst abspeichern. In meinem Fall bin ich dann jetzt hier erstmal ins Apartment gegangen und wollte euch halt zeigen, wie gesagt, ich wollte es halt ins Apartment, also im Apartment abspeichern. Leute, das geht nicht. Ihr seht es auch jetzt hier im Laufen bereits, dass das, wie gesagt, despawned ist. Also das macht auf jeden Fall nicht. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass ihr diesen Fehler nicht macht. So, dann kommen wir jetzt auch zu dem, was man eigentlich machen muss, beziehungsweise, ja, ohne Fehler, logisch. Wie gesagt, wir haben uns dann hier im Apartment wieder ganz normal alles ausgesucht, wie wir das eben auch gemacht haben. Wir sind dann hier rüber gegangen, haben den Glitch gemacht und zack, wupp, mit dem schwarzen Helm, voila, abgespeichert. Aber wir haben ja auch noch einen Fehler gemacht, dann können wir nämlich auch noch einen machen. Und zwar einfach hier sich im Menü verklicken. Das darf man auch nicht machen, deswegen machen wir das jetzt ganz wirklich fehlerfrei, aber auch jetzt wirklich.
Ich habe, wie gesagt, zwei Fehler eingebaut. Die wollte ich euch, wie gesagt, nicht vorenthalten. Ganz wichtig. So, neuer Versuch. Wie gesagt, wieder aus dem Apartment raus. Ich habe auch ein, zwei Fehler gebraucht. Ich habe da fast 3 Stunden dran gesessen. Wäre nice, wenn ihr dem ganzen Video ein Like da lassen könntet. Würde mich auf jeden Fall freuen, denn ich saß, wie gesagt, 3 Stunden an den ganzen Aufnahmen und fast 1,5 am Schneiden. Und ja, ihr seht es ja hier. Einsteigen, rechtzeitig dann drauf gedrückt, zack, raus. Dann hat man das an. Dann bin ich direkt rüber in den Kleiderladen gerannt. Direkt rüber gerannt hier, einfach direkt rüber. Deswegen bin ich halt in der Nähe gewesen, damit ihr nicht über die halbe Karte müsst. Weil wenn ich in ein Auto steige oder in MK2 gehe, verschwindet komischerweise die Maske. Dann geht hier auf Viereck, wählt einen freien Platz aus, zack, bupp, wählt da was aus. Ich habe das jetzt einfach irgendeinen Namen gegeben. Ganz egal, welchen Namen ihr dem Outfit ihr gebt. Wie gesagt, ist eigentlich egal. Solltet vielleicht nur solche Namen wie Glitschen oder sonst irgendwas vermeiden oder sowas. So, ich habe es jetzt hier YouTube genannt. Das Ganze wunderbar. So funktioniert das Outfit. Ist eigentlich ganz einfach, persönlich. Aber die Sturmhaube geht bei einem Helm nicht weg. Das Tron-Outfit finde ich persönlich auch ganz nice. Geht halt beides. Und ja, ich hoffe, das hat euch auf jeden Fall gefallen. Dann bin ich erstmal raus. Euer Zockerbeast 91 Leute.